Willkommen zurück zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal und wir spielen wieder ein wenig competitive mit Sigma, weil ich immer noch im Einranken bin. Oh, komm, oh, nice, 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 der Genji ist down. Ja, es müsste jetzt das maybe fünfte Match oder so sein, keine Ahnung, irgendwie sowas. Plus, minus. Und ich bin, glaube ich, keine Ahnung, Gold 5 oder so gerade predicted. Vielleicht, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ja, irgendwie sowas. Soweit so gut, aber ich habe halt das meiste verloren, egal. Jetzt habe ich gerade nochmal ganz am Anfang geschaut, ob mein Pegel auch entsprechend eingestellt ist. Weil, ja, letztens hat WebEx ziemlich viel kaputt gemacht von meinem Windows und meinen Settings für Ton und Kram. Oh, schade. Ich habe gehofft, dass dort ein Genji hinausläuft. Ach, mein Bruder, was geht so? Hallo Mercy, was tust du da? Ich habe ein wenig gehofft, dass ich die Mercy eher angreifen kann als den Genji. Okay, maybe sollte ich gleich auch einfach mal switchen. Das könnte sinnvoll sein. Ja. Da hat mir eine Mami gerade noch einen Brief oder keine Ahnung, ich glaube es war Werbung von Deutschen Bahn oder so. Auf meinen Schreibtisch gelegt, natürlich professionell direkt neben meiner Maus. Das ist so nice, lieb von dir, aber stört, lol. Na? Boah, ich habe auch noch gar nicht geschiftet, glaube ich, die Runde. Hat sich bis jetzt gar nicht angeboten irgendwie. Oh ja, schön den Tank einmal kurz mit Stein weggemacht. Och nö, es hat ja Genji irgendwie Leute von mir eliminiert. Nö. Der arme Digga. Er ultet und er kriegt Stein in die Fresse. Wie gut. Aber der fuckt mich auch einfach ab, der Brie, wirklich. Kann er aufhören damit? Legit, Digga. Kann er aufhören? Er blockt halt auch meine Dinger die ganze Zeit weg, ne? Finally. Junge. Fucking Bastard, der Genji, wirklich. Ja, keine Ahnung. Wollt ihr mich abschießen oder so? Wäre cool. Würde ich sehr appreciaten. Nö. Du hast probiert, mir einen Stein in die Fresse zu ballern, dann baller dich dir auch einen Stein in die Fresse. Das ist dann auch nur fair, finde ich. Ja, Verwirrung. Oh nein, 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 nein. Die Ult musste ich sowas von canceln jetzt. Ah, ficken, Digga. Schade. Ich habe gar nicht gerafft, wo ich so low geworden bin plötzlich. Ich gehe mal auf den Counterwatch-Pick. Ich habe es heute noch irgendwie auf Reddit gelesen, dass Counterwatch eigentlich gar nicht so das Ding sein sollte oder ist. Keine Ahnung, aber ich denke mir so, Zarya gegen Ziggy funktioniert halt potenziell ganz gut, egal ob mein Team mit mir zusammen swappt oder nicht. Also ich meine, keine Ahnung, ich bin halt Silber-Gold gerankt. So, hier ist halt, in der Elo funktioniert halt im Prinzip alles, wenn du dich nicht ganz dumm anstellst. Und dann kann man es halt auch machen, so. Ich denke, die dumme Turret, ne? Haben wir Supports? Also ich meine, gut, ich glaube, die werden halt gerade auf den Genji gefickt, so. Komm, jetzt stirb, dankeschön. Oh ja, der Full Charge ist geil. Ja, da machen die gar nichts, Digga. Digga, lass doch Leute in Ruhe, bitte. Wäre wirklich fresh. I would really appreciate this. Ich treffe ihn aber auch nicht, ne? Wo ist er schon wieder? Hallo? Ich würde gerne Genji abschießen. The fuck? Jetzt kann er sterben? For real. Es sollte nicht sein, dass dieser Genji so lange in meiner fucking Backline existieren kann. Ich habe Ult. Ich habe jetzt schon Ult. Das ist auch strong auf jeden Fall. Kannst du das nicht tun? The fuck? Ich wollte gerne mit dem Sigma fighten. Ich war full life. Ich fände es halt cool, wenn ich so dann auch da bleiben könnte.
Ich würde die Mercy ganz gerne haben eigentlich. Okay, ich glaube, ich krieg die Mercy aber nicht. Doch, ich krieg die Mercy. Ficken, Digga. Und nein, der Payload hat... Nee, das Auto hat mich blockiert. Das dumme Pedler hat mich blockiert. Ach, keine Ahnung. Irgendwas hat mich blockiert. Ich weiß es nicht. Aber wir haben noch eine Minute. Kann halt... Weiß ich nicht. Spielt halt irgendwas gegen den Genji, wenn er euch so sehr kaputt macht. Aber ich kann mich jetzt halt nicht 10 Minuten hier um Genji kümmern. Ich muss halt mich ein bisschen um den gegnerischen Tank kümmern, so. Lol. Der ist halt eigentlich eher so mein Feind. Ja, schießt die mein Torb ab oder so? Wäre cool. Oder dass ich mich halt wenigstens um die Supports kümmern kann. Keine Ahnung. Irgendwas. Ja, Genji wieder aktiv dabei, meinen Torb zu ficken. Finde ich super. Ja, was für Behind, Digga. Dann töt doch... nee, dann switch schon mal den Charakter, damit du halt Leute töt. Jetzt hat die Mercy den schon wieder wiederbelebt. Ich raff's halt gar nicht, ne? So, es spielt halt fucking Symmetra, spielt Mei. Spielt irgendwas, aber spielt doch nicht Torb gegen fucking Genji. Jetzt mal ernsthaft. So, wir sind in der Defense. Okay, die Gegner müssen Doomfist scheinbar. Auch interessant. Okay, aber wir haben jetzt eine Sim tatsächlich. Das freut mich sehr. Weil mit einer Sim kann man tatsächlich Genjis kaputt machen. Das ist nämlich ein prädestinierter Counter dafür. Okay, der Genji lebt for no fucking sake immer noch. Aber meine Moira ist kaputt gegangen. Und meine Mercy ist auch kaputt gegangen. Das ist jetzt sehr unpassend tatsächlich. Ja, keine Ahnung. Die Sim will aber auch sterben. Ja, okay. Der Torb ist auch down. Das freut mich sehr. Das Genji da vorne. Jetzt hat er auch noch meine Sim getötet. Ficken, Digga. Hör doch auf damit. Okay, aber mit Pharah Sim scheint es tatsächlich halbwegs gut zu funktionieren jetzt. Ja, okay, Reinhardt countert mich jetzt natürlich, ne? Da muss ich jetzt gleich wieder countern. Muss ich, keine Ahnung, Horst spielen oder so. Ich könnte natürlich auch noch Ramattra spielen, weil noch kann Ramattra tatsächlich durch ein Schild durchpunchen. Das wird halt tatsächlich ab heute Abend, wenn die neue Season startet, nicht mehr funktionieren. Wie ich gelesen habe. Weil Patchnotes haben gesagt, dass... perfekt. Patchnotes haben gesagt, dass Ramattra dann nicht mehr durch Schilder hauen kann. Warum genau, habe ich auch nicht ganz verstanden, aber ist wohl so. Nö, lass du meine Moira in Ruhe, bitte. Mercy, Mercy. Perfekt. Pharah hat sie? Ne, Moira hat sie. Egal. Das ist gut. Ja, solange wir das hier halt halbwegs gut defenden, können wir das halt schon relativ strong so. Ich werde jetzt halt nur wirklich von dem Reinhardt, also mies weggekauen hat im Prinzip, ne? Das ist halt problematisch für mich. Okay, aber er switcht doch nicht von Genji weg. Das finde ich auch ein bisschen lustig, muss ich sagen. Okay, ich probiere jetzt Charge zu bauen. Und dann würde ich aber auch, okay, jetzt gerade macht halt Schild keinen Sinn. Zumindest nicht so lange hier eine riesige Barrier vor mir rumsteht, lol. Okay, der Genji ist down. Das ist gut. Jetzt spielen die Sim. Okay, das raff ich jetzt aber auch nicht. Warum die jetzt Sim gegen Zarya Sim spielen? Was? Warum die Diva gegen Zarya Sim spielen? So rum. Hilfe. Brain. Braint auch nicht mehr. Mein Gehirn ist kaputt gegangen. Aber ich muss halt gleich noch 4 oder 5 Runden spielen. Das ist halt doof. Ja gut, oder er hat jetzt Diva gepickt, um halt... Nein. We don't do that here. Fick dich. Nein, scheiße, jetzt ist meine Moira kaputt gegangen. Ich muss mal kurz die Yone kaputt machen. Weil Support ist wichtig für mich. Meine Gesundheit. Ich mach den Brick kaputt. Okay, meiner Mercy ist immer noch supi, das freut mich sehr. Ah, okay, maybe hätte ich mich da selber protecten sollen. Das wäre vermutlich schlauer gewesen. Ich glaube, die Mercy war tatsächlich in Cover. Das ist jetzt super suboptimal.
Oh, ich liebe wieder Ehrenmercy. Ehrenmercy. Das ist so super. Okay, super von der Pharah auch. Schöne Ult. Zumindest ist der Top schon mal kaputt. Och nö, jetzt kommen wir nicht mit Tracer an. Was soll die Scheiße denn? Geiler Scheiß. Counterwatch in Low Elo ist halt ein Ding. Ist einfach so. So. 4 Stück noch.